Aloha Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Wir haben im letzten Teil angefangen, uns die gegenüber von unserem Haus praktisch auf der Nachbarsinsel einen neuen kleinen Tunnel zu graben. Das haben wir gemacht, wir sind ein paar Felder runter und siehe da, was uns dort vor die Füße fällt. Leckeres Eisen. Yam, yam, yam. Komm her, du Eisenklotz. Gut, da ist noch ein Eisenklotz. Ich hoffe, es ist für euch. Oh, und noch einer. Und noch einer. Da freut sich doch unser Herz über diese leckeren Eisenklötze. Wir lieben Eisen. Gut, das war's auch schon mit dem Eisen. Kloppen wir uns weiter nach unten. Auf der Suche nach wertvollen Rohstoffen. Klopf, klopf, klopf. Aus dem Weg. Klopf, klopf, klopf. Immer aus dem Weg. So. Und bevor es mir hier jetzt langsam zu dunkel wird, ihr wollt ja auch was sehen, kloppen wir uns hier wieder feinsäuberlich zwei neue Fackeln hin, denn wir haben ja noch genug, fürs Erste jedenfalls. Und ja, weiter geht's. Oh mein Gott, ich kann mich kaum halten vor Spannung, was uns wohl dort unten erwarten wird. Ist es Bedrock? Ist es Lava? Ist es ein vergessener Wasserfall unter der Erde? Wir werden es erfahren. Nur wahrscheinlich nicht in diesem Part. Das wäre ja auch zu schön. Denn ich glaube, wir müssen hier noch eine ganze Weile suchen, bis wir hier noch etwas finden. So, bevor ich jetzt weitermache, gehe ich mal wieder hoch. Und gucke. Okay, es ist immer noch ekelhafte Nacht und ich höre Spinnen. Aus diesem Grund. Was war das? Okay. Aus diesem Grund gehen wir direkt weiter runter. Wir begeben uns direkt in die Höhle des Löwen. Ohne Furcht. Ohne Gnade. Ohne Ausrüstung. Ohne Mut. Aber das ist uns egal. Das braucht. Oh, na toll. Gut, ich glaube, das ist unsere letzte Spitzhacke. Ja. Naja. Hoffen wir einfach mal, dass bis dahin wieder Tag ist, bis diese kaputt ist. Klopf, klopf, klopf. Gut, gehen wir noch etwas weiter runter. Oh, na toll. Na toll, Kies. Ich freue mich. So, unglaublich. Und es laggt. Na toll. Gut, weg mit dir, du Kies. Zack, zack. Fackeln hin, damit ihr wieder was seht. Und wir haben wieder Eisen gefunden. Wunder, wunder, wunderschön. Und noch mehr. Und noch mehr. Und noch mehr. Haha. Perfekt. So könnte das doch immer laufen. Auch wenn Kies nicht läuft. Okay. Wir machen das jetzt mal aus dem Weg. Na. Stirb du Kies. Klick, klick, klick. Oh Mann, so viel Kies, da freue ich mich total.
Und irgendwie habe ich den Drang abzubiegen. Darunter. Ich höre, glaube ich, Skelette brennen. Das würde bedeuten, dass draußen wieder die Sonne scheint. Wunderbar. Gehen wir gleich mal gucken. Erst kloppe ich aber das hier noch weg. Und hier werden wir in der nächsten Nacht abbiegen. Denn ich will nicht immer geradeaus gehen. Ich will auch mal Abwechslung haben, indem ich abbiege. Ja, das möchte ich. Bewaffnen wir uns wieder mit unserem epischen Schwert der Zerstörung und sehen mal, was da draußen so alles auf uns wartet. Lauf, 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 lauf. Oh mein Gott. Warum greifen uns die Spinnen an? Es ist doch Tag. Aber okay. Oh, und seht mal da, was ich da gesehen habe. Clay. Wunderbar. Clay ist eine tolle Sache. Clay, Clay, Clay. Ich glaube, Clay ist Ton. Ist es Ton? Ich weiß es nicht. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was Clay ist. Denn ich glaube, ich werde nach der Aufnahme nicht mehr nach einem Übersetzer suchen und schauen, was Clay heißt. Ich muss es auch nicht unbedingt wissen, aber falls ihr es zufällig wisst, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Ich freue mich über jedes Kommentar. Gut. Wo waren wir? Ah ja, wir wollten darüber. Und da hinten alles schön glatt machen. Denn da werde ich irgendwas bauen, sobald ich genug Sachen habe. Also genug Material wie Stein, Erde und anderes Gedöns. Dann werde ich mal schauen, was wir dort am besten bauen können. Denn es ist ziemlich viel Platz. Dort sind zwar Fußabdrücke von bösen und grimmigen Riesen, die hier neu in Minecraft vor sich herstampfen. Ja, aber das soll uns nicht stören. Denn wir sind der Held. Der letzte Überlebende in dieser Welt. Unsere Schaufel ist kaputt und wir haben keine neue dabei. So stelle ich mir das vor. Wunderbar, kann man da nur sagen. Ich muss mal kurz was trinken. So. Perfekt. Dann schauen wir mal direkt, was wir hier noch in unserer Kiste haben. Den Clay packen wir hier gleich mal rein, die Setzlinge auch. Das Holz auch, den Sand. Unser Gold ist fertig. Was ich noch machen möchte, ist hier 5 Kohle, Brocken rausholen, hier dazu, und unser Eisen einschmelzen, damit das bald fertig ist. Gut, die Wolle setzen wir hier noch dazu, die Feder, den Knochen und den Pfeil und den Faden. Was wir hier nicht schon wieder alles gefunden haben, es ist unglaublich. Steine, mehr Steine, wunderbar. Okay, Oh, bis ich hier fertig bin, ist schon wieder Nacht. Ich sehe es kommen. Gut, machen wir hier mal ein paar Sachen. Und zwar Schaufeln. 1, 2. Dritte packen wir hier hin. Und mal wieder 2 Spitzhacken.
Oder machen wir uns gleich noch ein paar Sachen. Und zwar eine Schaufel. Und zwei Spitzhacken. Spitzhacke, Spitzhacke. Oh Gott, was mache ich? Gut. So, und noch eine Schaufel. Gut, dann ab wieder nach draußen. Und ran an die Schaufeln. Wir haben noch viel zu graben. Blip, 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 blip. Was für ein wunderschöner Strand. Ach, wenn hier drunter jetzt Sand gewesen wäre, wäre es noch schöner. Oh, und Hühner. Hallo, ihr niedlichen Hühnchen. Hühnchen, Hühnchen, Hühnchen. Ich liebe Hühnchen. Vor allem, wenn es auf meinem Teller liegt. Lalalala. Na, 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 na. Weg die Erde, weg die Erde. Gut, buddeln wir uns hier unseren Weg frei. Denn wir machen den Weg frei. So sieht es aus. Das ist unser Motto. Schöner das Wegbuddeln hier. Das sieht zwar nicht so naturhaft aus hier, dieser Dreck auf dem Boden. Aber dort wird im Laufe der Zeit Gras drüber wachsen. Und dann sieht es hier genauso wunderschön aus wie sonst überall. Und dann freuen wir uns. Einen Cola-Keks. Denn was sollen wir uns auch sonst freuen? Eine Waffel. Das könnte ich jetzt essen. Eine leckere, warme Waffel. Yam, yam, yam. Aber was soll's? Um 1 Uhr nachts bekommt man wohl kaum irgendwo noch eine Waffel. Schade eigentlich. Man könnte eigentlich so einen Waffellieferservice erfinden. Nur für mich, wenn ich nachts mal wieder Heißhunger auf Waffeln habe. Dieser Traum wird zwar niemals in Erfüllung gehen, aber was soll's, träumen darf man ja wohl noch. Buddel, 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 buddel. So, wir bekommen langsam richtig viel Erde hier zusammen. Und die werden wir auch noch brauchen. Wir werden dann noch eine extra doppelte Kiste für Steine und Erde machen. Und den ganzen anderen Kack lassen wir dann in der anderen Kiste. So, die Löcher machen wir jetzt hier mal zu mit unserer frisch erworbenen Erde. Zack, 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 zack. Schön alles gleichmäßig zu. Gut, hier das noch. Und jetzt müsste ein Creeper kommen und alles wieder wegsprengen. Das wäre ja nichts Neues. So, das Hähnchen hier schlachten wir jetzt mal. Wunderbar, zwei Federn. Gut. Dann haben wir jetzt gebuddelt. Ich mag graben. Weg mit dem Sand hier. Weg mit der Erde hier. Weg mit der Erde. Gut. Blub. Können wir auch noch auffüllen. Das gefällt mir auch noch nicht so wirklich. Das auch nicht. So. Das sieht doch schon sympathischer aus und ansprechender. So, unser Eisen ist auch wieder fertig. Wir haben 59. Wenn das mal keine gute Sache ist, dann weiß ich auch nicht. So Leute, und ich beende hier den Part. Bis zum nächsten. Ciao.